Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Für meinen heutigen Spielbericht habe ich mich wieder mit dem Markus zusammengesetzt und wir haben mal eine Runde Kings of War gezockt. Und zwar mit seinen Warangur und mit seinen Ogern, weil meine Zwerge, die ich oben auf meinem Dachboden stehen habe, sind leider immer noch nicht auf die schönen Regimentsbases gebased. Und wenn ich die mit den ganzen Einzelfiguren rumschieben muss, das wird ziemlich nervig, vor allem weil ich ja immer bloß eine Hand frei habe beim Filmen. Ich durfte Markus Oger übernehmen und er hat seine Warangur selbst gespielt. War ein ganz tolles Spiel. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und wir sehen uns direkt nach dem Spiel zum Nachbesprechen. Ciao, ciao! Das Szenario ist denkbar einfach. Wir geben uns 6 Runden lang gegenseitig auf die Mütze. Und am Ende der 6. Runde werden die übrig gebliebenen Punkte auf dem Schlachtfeld gezählt. Wenn ein Spieler mehr als 200 Punkte Vorsprung auf den anderen hat, dann hat er das Szenario gewonnen, ansonsten endet es unentschieden. Die Armeen. Meine Oger bestehen aus einem Riesen, einer Horde Berserker Braves mit Geschwindigkeitstrank für plus 1 Speed, einem Warlock, einem Warlord, 2 Legionen aus Kriegern, einem Mammut mit Speerschleuder, einer Horde Boomers und einer Horde Red Goblins. Markus Warangur bestehen aus 2 Regimentern Sons of Khorgan, jeweils mit dem Gift of Khorgan, das ihnen die Regel brutal verleiht, 2 Magus-Konklaven, beide mit Famulus, was ihnen die Elite-Regel verleiht, 2 Maguse ebenfalls mit Famulus, ein Chieftain mit dem Gift of Khorgan, einer Horde Bloodsworn, einem Regiment Reavers und 2 Regimenter berittene Sons of Khorgan, ebenfalls mit dem Gift of Khorgan. Die Aufstellung. Markus platziert auf seiner rechten Flanke seine Reaver, unterstützt von einer Magus-Konklave und einem Regiment Sons of Khorgan. Das Zentrum halten sein Chieftain und die Bloodsworn, sowie ein Magier und ein Regiment berittene Sons of Khorgan. Der Rest seiner Armee konzentriert sich eher auf seine linke Flanke. Ich platziere auf meiner linken Flanke das Mammut und die Boomer und das Zentrum halten die 2 Legionen Warrior gemeinsam mit dem Warlord. Die rechte Flanke halten der Riese, die Red Goblins, der Warlock und die Braves. Ich gewinne den Startwurf und entscheide mich für den ersten Zug. Oger Runde 1. Meine erste Kriegerlegion marschiert und kann sich daher ihre doppelte Bewegungsreichweite in einer geraden Linie nach vorne bewegen. Die Legion links von ihr tut es ihr gleich. Der Warlord marschiert ebenfalls nach vorne. Die Boomer marschieren ebenfalls, allerdings nicht ganz so weit, um außerhalb der Charge-Distanz der Sons of Khorgan zu bleiben. Das Mammut marschiert auch und schließt zu den Boomers auf. Der Riese kann nicht marschieren, da er seine Bewegung im Wald beginnt, daher bewegt er sich seine vollen 7 Zoll nach vorne. Die Red Goblins bewegen sich ebenfalls ihre normale Bewegungsreichweite, damit sie später noch schießen können. Die Braves marschieren ebenfalls so nach vorne, dass sie gerade so außerhalb der Charge-Distanz der berittenen Sons of Khorgan sind. Und der Warlock schließt zu ihnen auf. In der Schussphase feuern die Red Goblins auf die Magier-Konklave vor ihnen. Da sie sich bewegt haben, treffen sie um 1 schlechter und benötigen jetzt 6. Von ihren 20 Schuss treffen 3 Stück. Die Konklave hat einen Verteidigungswert von 3+ und 2 Schüsse verwunden. Ich verursache dadurch 2 Schaden und einen Nerf-Test, der keine Auswirkung hat. Der Rest meiner Armee ist marschiert und kann daher nicht schießen und damit endet meine erste Runde. Warangur Runde 1. Die berittenen Sons of Khorgan chargen ihre doppelte Bewegungsdistanz in die Legion Krieger hinein. Die Kavallerie ganz außen bewegt sich ganz leicht nach vorne und bleibt außerhalb meiner Charge-Distanz.
genauso wie die Sons of Khorgan. Der Chieftain wagt sich mutig nach vorne, gefolgt von der Horde Bloodsworn. Die Sons of Khorgan ganz außen, sowie die Reaver tun es ihnen gleich und erwarten freudig meinen ersten Charge. Die Magier-Konklave rückt ebenfalls ein Stück vor. Genauso wie die Konklave auf der anderen Seite. Zuletzt bringen sich noch die beiden Magier in Position. Die Magier-Konklave auf meiner linken Seite feuert auf das Mammut. Sie hat 2 Schuss und trifft immer auf die 4. Außerdem ist sie Elite und kann daher 1 beim Treffen wiederholen. Jeder ihrer Treffer wird zu W3 Treffern, was insgesamt 5 Treffer ausmacht. Das Mammut hat Verteidigung 5+, und die Magier Piercing 2, was einen Schadenswurf von 3+ und 5 Schaden ergibt. Markus schießt mit sonst nichts auf das Mammut, daher würfelt er jetzt dessen Nerf-Test. Er würfelt auf 2W6 eine 8, die zusammen mit den 5 Schadenspunkten eine 13 ergeben und noch unter dem Nerf-Wert des Mammuts liegen. Daher passiert nichts. Der erste Magier wirft einen Lightning Bolt auf den Riesen. Er wirft 4 Würfel und trifft immer auf die 4+. Der Lightning Bolt hat Piercing 1 und gegen die Verteidigung von 5+ des Riesen macht das Ganze einen Schadenswurf von 4+. Der Riese erleidet 1 Schaden. Der zweite Magier feuert ebenfalls auf den Riesen und verursacht auch 1 Schaden. Dann feuert noch die Magier-Konklave auf das gleiche Ziel und verursacht 5 Punkte Schaden. Der folgende Nerf-Test kommt mit einer 10 auf eine 17 insgesamt und trifft genau den Wavered-Wert des Riesen. Er ist jetzt bis zum Ende meines nächsten Zuges Wavered und kann sich nur noch rückwärts bewegen, nicht mehr angreifen und nicht mehr schießen. Dann attackieren die berittenen Sons of Khorgan mit insgesamt 20 Attacken. Sie treffen auf die 3+, sie haben Crushing Strength 1 und Thunderous Charge 2, was meinen Verteidigungswert insgesamt auf 2+ reduziert. Die Krieger erleiden 10 Punkte Schaden. Der Nerf-Test bleibt ohne Wirkung und die Reiter werden 1 Zoll zurückgeschoben. Damit endet die erste Runde. Der wavernde Riese ist ein wenig ärgerlich, aber ansonsten haben meine Krieger tapfer ausgehalten. Ogre Runde 2. Meine Braves halten die Stellung und der Warlock zieht sich ein kleines Stückchen zurück. Nur zur Sicherheit. Die Red Goblins halten ebenfalls die Stellung. Der Riese ist wavered und könnte sich nur rückwärts bewegen, daher bleibt er einfach, wo er ist. Die rechte Kriegerlegion ist auf Rache aus und charge die berittenen Sons of Khorgan. Die Legion auf der linken Seite charge die Bloodsworn direkt vor ihnen. Das Mammut trampelt fröhlich auf die Sons of Khorgan zu. Die Boomers machen eine normale Bewegung, können sich dadurch einmal ausrichten bis zu 90 Zoll und bewegen sich ein Stückchen weiter vor hinter das Mammut, um sich in Feuerposition zu bringen. Der Warlord kann seinen animalischen Instinkten nicht widerstehen und chargt fröhlich auf den Chieftain zu. Die Boomer feuern mit ihren Schrotflinten auf die Reaver. Sie haben 18 Attacken, die dank der Breath Attack Regel immer auf die 4 treffen. Piercing 1 ergibt einen Schadenswurf von 2+ und insgesamt 4 Schaden. Die Reaver haben einen Breakwert von 18 und können nicht gewavert werden, daher ist kein Nerf-Test nötig. Die Red Goblins feuern dieses Mal auf die berittenen Sons of Khorgan. Weil sie sich nicht bewegt haben, treffen sie dieses Mal auf die 5. Die Kavalleristen haben einen Verteidigungswert von 5+ und daher verursachen die Schüsse 2 Schaden. Der Warlock feuert noch einen Lightning Bolt auf die berittenen Sons of Khorgan. Er verursacht 3 Punkte Schaden. Der folgende Nerf-Test bleibt ohne Wirkung. Die Warrior attackieren jetzt die berittenen Sons of Khorgan, die sie gecharged haben. Sie haben insgesamt 36 Attacken, die auf 3+ treffen. Sie haben Crushing Strength 1 und verwunden daher auf die 4. Sie verursachen insgesamt 12 Punkte Schaden. Inklusive Brutal Bonus ergibt der Nerf-Test einen Wert von 22, was über dem Break-Wert der Einheit liegt. Durch die Nähe des Chieftain muss der Wurf wiederholt werden, liegt aber immer noch über dem Break-Wert. Dadurch ist die Einheit ausgeschaltet. Die Warrior dürfen sich jetzt neu ausrichten oder W6 Zoll vorstürmen und ich entscheide mich für das Neuausrichten. Der Warlord attackiert den Chieftain und mit seinen 7 Attacken mit Crushing Strength 2 verursacht er 2 Punkte Schaden.
Der Nerf-Test bleibt ohne Wirkung. Die zweite Warrior-Legion attackiert die Bloodsworn und verursacht 12 Punkte Schaden, allerdings ist der Nerf-Test nicht erfolgreich. Dann attackiert das Mammut mit Crushing Strength 2, Thunderous Charge 2 und 12 Attacken die Sons of Khorgan. Es trifft auf die 4, verwundet auf die 2 und verursacht insgesamt 3 Schaden. Der Nerf-Test bleibt ohne Wirkung. Meine Ogre haben sich erfolgreich revanchiert, allerdings müssen sie jetzt auch den Gegenangriff der Varangur aushalten. Varangur, Runde 2. Die berittenen Sons of Khorgan chargen meine Berserker Braves. Die Bloodsworn starten einen Gegenangriff gegen meine Warrior. Die Reaver chargen die Boomer. Und die Sons of Khorgan das Mammut. Die Sons of Khorgan auf Markus linker Seite halten sich außerhalb der Reichweite der Legion Warrior. Die beiden Magier und die Magier Konklave ziehen sich ein Stück zurück. Und der Chieftain stellt sich dem Ogre Warlord. Die Magier-Konklave feuert wieder auf den Riesen, verursacht aber keinen Schaden. Der erste Magier schleudert einen Blitz auf den Riesen und verursacht 2 Punkte Schaden. Der zweite macht dasselbe und verursacht nochmal 1 Punkt Schaden. Der Nerf-Test ergibt eine 20, was den Riesen in die Flucht treibt. Der Chieftain attackiert den Warlord und verursacht 4 Punkte Schaden. Der Nerf-Test ergibt eine Doppel-6, was normalerweise automatisch ein Wavering bedeutet, unabhängig vom Nerf-Wert des Ziels. Allerdings gilt das Inspiring des Warlords auch für ihn selbst, daher muss der Wurf wiederholt werden und hat dieses Mal keine Wirkung. Als nächstes attackieren die berittenen Sons of Khorgan die Braves. Sie verursachen 9 Punkte Schaden und der anschließende Nerf-Test würde sie in die Flucht schlagen. Allerdings sind sie durch den Warlock inspired und der Wurf muss wiederholt werden und dieses Mal hat er keine Wirkung. Jetzt attackieren die Reavers die Boomer. 25 Attacken und Thunderous Charge verursachen 12 Punkte Schaden und die Boomer ergreifen die Flucht. Die Reaver richten sich auf das Mammut neu aus. Nun folgen noch die Attacken auf das Mammut. Es erleidet 11 Punkte Schaden und das Mammut würde nur bei einer Doppel-1 auf dem Schlachtfeld bleiben. Töre! Die Sons of Khorgan richten sich ebenfalls neu aus. Zuletzt attackieren die Bloodsworn noch die Warrior. Sie verursachen 5 Punkte Schaden und die Krieger bleiben standhaft. Rechte Flanke top, linke Flanke flop? Ja, flop. Ogre, Runde 3. Die Berserker Braves revanchieren sich und stürzen sich auf die berittenen Sons of Khorgan. Der Warlock rückt vor und begibt sich in eine bessere Position. Die rechte Kriegerlegion rückt wieder genauso vor, dass sie nicht von den Sons of Khorgan gecharged werden kann. Der Warlord hat noch lange nicht genug und stürzt sich wieder auf den Chieftain. Und die zweite Kriegerlegion geht freundschaftlich auf die Bloodsworn zu. Die Red Goblins feuern mit ihren Bögen auf die Magier-Konklave. Sie verursachen 3 Punkte Schaden und der Nerf-Test bleibt ohne Wirkung. Der Warlock schleudert seine Blitze auf die Sons of Khorgan. Er verursacht 1 Punkt Schaden und der Nerf-Test bewirkt nichts. Die Berserker Braves attackieren die berittenen Sons of Khorgan. Sie verursachen mit 30 Attacken 13 Schaden. Und der Nerf-Test ist hoch genug, um die Ritter in die Flucht zu schlagen. Ich lasse die Berserker 4 Zoll weit vorstürmen. Der Warlord attackiert den Chieftain und verursacht 4 Punkte Schaden. Aber der Chieftain bleibt standhaft. Die Warrior attackieren ihre Freunde, die Bloodsworn. Sie verursachen 10 Punkte Schaden. Und die Bloodsworn ergreifen trotz Reroll die Flucht. So viel Freundlichkeit ist doch wirklich schwer zu ertragen. Ich richte die Krieger auf die herannahenden Reaver und Sons of Khorgan aus. Die Front verläuft so langsam ziemlich interessant. Noch bleibt es spannend. Varangur, Runde 3.
Die Sons of Khorgan chargen die Legion, genauso wie die Reaver. Die Magier-Konklave auf der linken Seite begibt sich neu in Position. Der Chieftain charge den Warlord und die zweite Einheit Sons of Khorgan marschiert auf die Krieger zu. Die Magier-Konklave ganz links feuert auf die Krieger auf der rechten Seite. Aber sie verursachen keinen Schaden. Die zweite Magier-Konklave versucht sich ebenfalls an den Kriegern und verursacht einen Schaden. Der erste Magier schleudert seine Blitze ebenfalls auf die Krieger und verursacht nochmal zwei Schaden. Der letzte versucht auch nochmal sein Glück und verursacht ebenfalls nochmal zwei Schaden. Mit einer Doppel-1 beim Nerf-Test bleiben die Krieger standhaft. Der Chieftain attackiert den Warlord und verursacht einen Punkt Schaden. Sons of Khorgan und Reavers attackieren gemeinsam die Krieger und verursachen genug Schaden, dass diese beleidigt vom Feld trotten. Beide Einheiten stürmen W6 Zoll nach vorne. Was für ein Gemetzel. Ogre Runde 4. Die Kriegerlegion charge die Sons of Khorgan. Weil die Front ihnen näher ist, chargen sie in die Front. Bei der Bewegung wird bei Kings of War lediglich darauf geachtet, dass beide Regimenter zentral zueinander stehen. Die Red Goblins richten sich auf die herannahenden Reavers und Sons of Khorgan aus. Der Warlock bewegt sich weiter nach vorne. Die Berserker Braves richten sich ebenfalls neu aus und bewegen sich auf die Sons of Khorgan zu. Der Warlord wirft sich auf die Sons of Khorgan zu seiner Linken. Die Goblins feuern mit ihren Bögen auf die Reaver. Sie verursachen zwei Punkte Schaden, aber die Reaver bleiben standhaft. Der Warlock wirft seine Blitze auf die Magier-Konklave. Er verursacht zwei Punkte Schaden und der Nerf-Test reicht aus, um die Konklave in die Flucht zu schlagen. Jetzt attackiert die Kriegerlegion die Sons of Khorgan. Sie verursachen 11 Punkte Schaden und treiben die Sons of Khorgan vom Schlachtfeld. Die Krieger richten sich anschließend neu aus. Der Warlord attackiert die überlebenden Sons of Khorgan und verursacht 3 Punkte Schaden. Der Nerf-Test bleibt ohne Wirkung. Die Fronten haben sich jetzt komplett einmal um 90 Grad gedreht und mein Warlord sieht nicht sehr glücklich aus. Varangur, Runde 4. Die Magier-Konklave rückt auf meine Linien vor. Und die Magier rücken eher in die entgegengesetzte Richtung vor. Die Sons of Khorgan und der Warchief attackieren beide meinen Warlord. Und die Reaver bleiben todesmutig, wo sie sind. Die Magier-Konklave feuert auf meine Legion und verursacht 2 Punkte Schaden. Beide Magier feuern ebenfalls auf die Legion und verursachen insgesamt 3 Punkte Schaden. Der Nerf-Test jagt die Legion vom Feld. Sons of Khorgan und Warchief attackieren meinen Warlord und nach gefühlten 3 Millionen Schadenspunkten wird erwartungsgemäß auch er vom Feld gejagt. Der Chieftain richtet sich neu aus. Jetzt ist eigentlich alles bereit für den finalen Showdown. Ogre Runde 5. Der Warlock bewegt sich nach vorne. Die Berserker Braves marschieren so nach vorne, dass sie nicht von den gegnerischen Einheiten gecharged werden können. Die Red Goblins halten die Position und feuern wieder auf die Reaver. Sie verursachen 3 Punkte Schaden, schaffen es aber nicht, die Reaver vom Feld zu treiben. Der Warlock feuert auf den Chieftain. Aber er verfehlt komplett. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Varangur Runde 5. Die Magier-Konklave rückt weiter vor. Und der Chieftain macht Platz für seine Soldaten.
Die Reaver marschieren ihre vollen 12 Zoll nach vorne. Genauso wie die Sons of Khorgan. Die Magier begeben sich erneut in Position. Die Konklave feuert auf den Warlock. Sie verursachen 4 Punkte Schaden, aber der Warlock lässt sich nicht einschüchtern. Beide Magier feuern auf die Berserker. Sie verursachen insgesamt 4 Punkte Schaden. Und der Nerf-Test reicht trotz Wiederholung durch den Warlock aus, um sie vom Feld zu jagen. Okay, Markus, wie wär's mit einem Unentschieden? Vielleicht? Nein? Red Goblins, Runde 6. Die schlauen Goblins halten todesmutig die Position und der Warlock macht dasselbe. Die Goblins feuern mit ihren Todesbögen auf die Reaver. Sie verursachen grandiose 8 Punkte Schaden und jagen die Reaver vom Feld. Sieg für die Goblins! Der Warlock versucht dem großartigen Vorbild der Goblins zu folgen und versagt kläglich. Varangur, Runde 6. Die Sons of Khorgan chargen den Warlock. Die beiden Magier laufen auf die Goblins zu. Die Magierkonklave schießt auf die Goblins. Sie verursachen 1 Punkt Schaden. Die zwei Magier feuern ebenfalls auf die Goblins und verursachen zusammen 4 Schaden. Die Sons of Khorgan attackieren den Warlock. Sie verursachen 11 Punkte Schaden und der Warlock flüchtet. Dann richten sich die Sons neu aus. Da die Red Goblins als einzige noch auf dem Schlachtfeld stehen, haben die Varangur mehr als 200 Punkte Vorsprung, was einen Sieg für Markus bedeutet. Gutes Spiel, Markus! Ja, und wieder habe ich auf die Ömme gekriegt. Die Liste, die mir der Markus gebaut hat, war definitiv eine ziemlich starke Liste. Ihr habt vielleicht festgestellt, diese Legionen bei den Ogern, die sind schon ziemlich heftig, die teilen extrem hart aus, können aber auch echt viel einstecken. Also normalerweise gerade diese Sons of Khorgan, die, wenn die eine Einheit chargen, wenn das jetzt nicht gerade eine Legion ist, dann ist die auch mal schnell weg. Und das passiert eigentlich bei Kings of War recht selten, dass mit einem Charge eine volle Einheit weggehauen werden kann. Aber in dem Fall hatten wir auf beiden Seiten tatsächlich mal Einheiten, die das können. Und dementsprechend war natürlich auch der Spielbericht sehr tödlich. Was meiner Meinung nach das Spiel entschieden hat, war, dass dann am Ende dann doch Markus so ein bisschen noch den Ranged-Vorteil hatte. Das heißt, er konnte meine sehr stark angeschlagenen Regimenter eben noch runterchippen mit seinen kleineren Range-Einheiten und mit seinen Magus. Und dann konnte ich halt letzten Endes nicht mehr wahnsinnig viel machen. Ich hatte ja auch noch meine Goblins, die haben aber nicht genug Schaden ausgeteilt, auch wenn sie die Reaver am Schluss noch weggekriegt haben. Und dann war das Spiel relativ knapp, also es ging wirklich nur um so ein paar Punkte. Aber letzten Endes war es natürlich ein verdienter Sieg für den Markus. Generell zu Kings of War, ich finde, das ist ein super cooles System, ganz besonders, wenn man eben auf dieses Rank and File, wie man das so schön nennt, Systeme steht, aber gleichzeitig nicht unglaublich viel Zeit investieren will. Was wirklich bei Kings of War großartig ist, wie flüssig und wie schnell das Spiel stattfindet. Also wir machen jedes Weihnachten rum, machen wir bei uns beim Tabletop-Stammtisch in Pforzheim, T-Shirt angezogen, machen wir einen Mega-Battle, wo wir wirklich auf beiden Seiten regelmäßig so, ja, jeweils 8000 Punkte oder mehr haben. Wir haben es auch schon mit mehr gespielt, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher. Da machen wir dann auch mal ein spezielles Szenario und so. Aber das ist wirklich ein riesengroßer Battle. Und wir sind regelmäßig, wir fangen so, ja, sagen wir mal um 10 Uhr morgens an, vielleicht auch mal um 9 Uhr. Und wir sind meistens so um 3 Uhr fertig. Und man führe das sich mal vor Augen, so ein Mega-Battle bei 40k, gerade bei früherem 40k, aber eigentlich heute auch immer noch, kann verdammt lange dauern, auch gemessen an den Figuren, die auf dem Spielfeld stehen. Und da ist natürlich so ein Mega-Battle, das man dann mal am Nachmittag durch hat, schon echt krass. Kings of War bezahlt es natürlich auch so ein bisschen mit Komplexität. Also man merkt es vielleicht, die Regeln sind sehr überschaubar. Die Armeen unterscheiden sich nicht radikal voneinander, aber sie entscheiden sich an den entscheidenden Punkten voneinander. Also klar, Elfen sind sehr auf Beweglichkeit und Ranged-Attacken ausgerichtet, während zum Beispiel diese quasi Chaos-Fraktion der Varangur
sehr stark auf Nahkampf ausgerichtet ist, auch ein bisschen auf Magie und eben auch extrem hart austeilen kann. Und die Ogre halten auf jeden Fall auch sehr, sehr viel aus und so weiter. Also die Armeen haben Charakter. Er ist natürlich jetzt nicht so unglaublich ausgeprägt, weil es eben nicht so viele Sonderregeln gibt. Aber eine Armeeliste von Kings of War mit allen Sonderregeln passt eben auf zwei DIN A4 Seiten. Und das ist schon eine Ansage und das ist schon sehr, sehr cool. Eine Kleinigkeit würde ich auch gerne ankündigen, was Kings of War angeht. Ich habe mit meinem Bruder in der Vergangenheit mit Warmaster-Figuren so eine Art Pocket Kings of War gespielt. Also Warmaster kennt ihr vielleicht, dieses Kleinstmaßstabsystem von Games Workshop, das es eine Zeit lang mal gab, im Warhammer Fantasy Setting. Und da haben wir einfach den ganzen Maßstab runter reduziert und haben Zoll durch Zentimeter ersetzt. Und dann kann man auf so einer wirklich winzig kleinen Spielplatte kann man nachher Kings of War spielen. Und das auch in der Mittagspause. Also wenn man so 1500 Punkte spielt, hat man das locker mal in einer halben bis dreiviertel Stunde durchgespielt. Kann ich nur empfehlen, werde ich auch demnächst dann mal was bringen, wenn ich mal wieder meinen Bruder dazu bringe, seine Hochelfen auszupacken von seinen Warmaster-Figuren. Und dann zeige ich das euch mal, wie das funktioniert. Aber probiert es auf jeden Fall mal selber aus, wenn ihr selber noch Warmaster-Figuren oder Figuren in ähnlichem Maßstab habt. Funktioniert ja eigentlich mit allem. Weil Kings of War ist ja da auch sehr großzügig, was die Nutzung von fremden Figuren angeht. Ihr habt ja vielleicht gesehen, die Airbrush nicht runterschmeißen. Ihr habt ja vielleicht gesehen, die Figuren, die der Markus benutzt hat für seine Varangur, waren größtenteils GW-Figuren plus noch ein paar Privateer Press-Figuren für seinen Magier-Zirkel, für seine Magier-Konklave. Und die Figuren, die er für die Ogre verwendet hat, waren fast ausschließlich die originalen Mantic-Figuren, aber auch eben das Mammut war auch von Games Workshop. Und das ist auch völlig regulär zulässig bei Kings of War. Das heißt, da kann man sich richtig austoben, was die Figuren angeht und was die das Zusammenstellung auf der Base angeht, weil man braucht eben nur diese Regiments-Bases und kann dann letzten Endes machen damit, was man will. Finde ich eine super coole Geschichte und man kann sich halt wirklich auch hobbymäßig einfach total austoben und ich hoffe, ich komme da jetzt endlich mal dazu, das mit meinen Zwergen auch zu machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Wie gesagt, die weiteren Spielberichte, die ich im letzten... Oh, Pizza! Entschuldigung, meine Pizza war fertig. Die Spielberichte, die ich in meinem letzten Update für den Channel versprochen habe, die kommen ganz bald versprochen. Bei Kings of War habe ich jetzt einfach ein System gebraucht, das ein bisschen weniger Zeit braucht, weil ich das schnell schneiden musste, weil ich diese Woche leider nicht viel Zeit hatte. Ich war auch leider nicht ganz so fit. Und da war ich auch sehr dankbar, dass ich da das Spiel kurz einschieben konnte. Aber die komplexeren Systeme kommen auch bald wieder mit Malifaux, mit Marvel habe ich ganz bald geplant. Nächste Woche zeichne ich mit dem Markus das Wild West Exodus Spiel auf, das ich euch versprochen habe. Das heißt, es kommt alles hoch und heilig versprochen. Seid einfach ein bisschen geduldig mit mir. Ich bin leider sehr unfokussiert, was meine Zeitplanung angeht, aber ich gucke, dass ich euch die Systeme bringe, die ihr auch sehen wollt. Und deswegen nach wie vor wünscht euch, was ihr sehen wollt und ich bring's irgendwann. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, dann wie immer abonniert den Channel, klickt den Like-Button und klickt den Benachrichtigungs-Button, wenn ihr regelmäßig benachrichtigt werden wollt. Ihr könnt mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter folgen, da poste ich auch immer meine neuen Videos und weitere Sachen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, bleibt fit und genießt die Sonne, genießt das schöne Wetter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.